Hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf Krypto.tv. Heute geht es wieder mal um den Darian. Wer die letzten zwei Folgen gesehen hat, da habt ihr schon mitbekommen, dass der Elvis diese Causa von Darian erwähnt hatte, da er am 26. war es, glaube ich, April vor Gericht musste, vor dem Landesgericht. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz diese Causa aufdröseln, einfach um der Komplettheit dieses Videos willen. Denn in diesem Video soll es jetzt darum gehen, da ich jetzt Bescheid weiß, wie ihr alle ihm helfen könnt, ihm aus der Patsche helfen könnt. Und zwar finanziell geht es jetzt darum. Ich blende hier mal diese Kontonummer ein. Und wer sich ein Herz nehmen will, so möchte ich doch bitte dazu aufrufen, ihn zu unterstützen. So wie ihr auch mich unterstützt hattet, mich aus der zweiten Haft frei bekommen zu können, möchte ich euch bitte auch anhalten dazu, auch ihm zu helfen. Denn der Darian geht in Berufung und das macht er im Grunde nicht für sich, sondern auch wieder für euch. Damals schon hat er sich eingesetzt, um euch vor der Impfpflicht zu schützen und mit seinen Zutun und einiger anderer Menschen auf den Demonstrationen, damals am 3. Jänner 2022 zum Beispiel, wo noch tausende Menschen in Salzburg demonstrierten gegen die Impfpflicht. Und da seid jetzt eben ihr gefragt, das auszugleichen, jetzt ihm zu helfen. Ja. Es geht darum, dass er zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt wurde und mit einer Vorstrafe. Für etwas, was er nicht getan hat. Nochmal ganz kurz erklärt, er hatte ein Beweisvideo vorgelegt vor Gericht, das beweist, dass er an dieser angeblichen Tatort, ja, Tatzeit, die die Polizei zuerst angegeben hatte, gar nicht anwesend war. Er kann ein Video hatte vorlegen können, wo er klipp und klar zeigen konnte, dass er weit abseits stand. Und bevor ich das Video abspiele, noch eine Vorab-Erklärung dazu. In diesem Video werdet ihr dann sehen, wie die Tochter der Demonstrationsveranstalterin Kerstin Ennemoser wegen Nichttragens einer Staubschutzmaske unter freiem Himmel vor dem Kongresshaus angehalten wurde. Diese Tochter, gerade mal in etwa 18 Jahre alt, zu dieser Zeit in extrem großer Angst vor der Polizei, da sie oftmals bei anderen miterlebt hatte, wie solche Menschen ohne Maske von der Polizei verprügelt wurden, erkennt man, dass sie in voller Panik sich dieser Festnahme erwehrt. Diese Angst kann man dann später an dem jungen Mädel in diesem Video sehen, als sie dann wieder entlassen wird. Man sieht sie voll aufgelöst unter Tränen. Doch darum soll es jetzt nicht gehen. Denn zu Anfangs behauptete ein Polizist, dass sich Darian in diese sogenannte Amtshandlung dermaßen eingemischt haben soll, um dieses junge Mädel aus den Zwängen der Polizisten zu befreien. Also er einen Akt vom Widerstand gegen die Staatsgewalt getätigt haben soll. In diesem Video sieht man aber eindeutig, dass Darian in diesen willkürlichen Polizeiakt nicht eingegriffen hatte, sondern abseits dieses Geschehens nur zugesehen hatte. Dieses Beweisvideo, das Darian vor Gericht vorgelegt hatte, wurde von der Richterin nicht als Beweis seiner Unschuld akzeptiert. So viel mal dazu zur Einleitung dieses Videos. Ich lasse es nun abspielen, aber schalte den Ton weg, damit ihr meine Zwischenbemerkungen verstehen könnt. Hier in der gelben Ordnerweste seht ihr nun das junge Mädel, wie sie von der Polizei mit voller Gewalt erfasst wird und in den Kreis der anderen Polizisten gezerrt. Und das, obwohl sie vorher der Polizei erklärte, dass sie einen Maskenattest habe und dazu zu ihrer Mutter gehen muss, um dieses Attest vorlegen zu können. Das wurde von diesen Polizisten aber nicht akzeptiert und meinten stattdessen, dass sie dieses junge Mädel, dem die Angst schon ins Gesicht geschrieben stand, lieber mit gewaltsamer Hingebung abführen wollten. Hier
In dieser dunklen Kapuzenjacke seht ihr Darian. Zu einem Zeitpunkt, wo die Polizei behauptet hatte, in die Amtshandlung eingegriffen zu haben. Und gleich nach diesem Beweisabbild wird das junge Mädel von den Fängen der Polizei entlassen. Nun, man kann nun eindeutig in diesem Video erkennen, dass Darian in dieser Zeit der Festnahme und der Entlassung dieses jungen Mädels nie eingegriffen hatte. Aufgrund dieser Anklageschrift gegen Darian hatte er sich auf diesen Prozess vor Gericht vorbereitet und wollte eben mit diesem Video seine Unschuld beweisen. Sein eigentliches Martyrium an diesem Demonstrationstag fing dann aber erst am Ende dieses Tages statt. Und zwar eine schwere Körperverletzung von seitens der Polizisten an ihm. Doch zu dem zuvor gesehenen Vorfall muss noch etwas erwähnt werden. Nachdem dieses Video eben bekannt wurde, haben die Polizisten eine neue Schutzbehauptung konstruiert, indem sie sich alle gegenseitig deckten. Denn später im Verlauf des Tages wurde Darian von der Polizei schwerst körperlichst misshandelt. Er hatte einen körperlichen Schaden davongetragen, ja? Und nur deswegen, weil die Polizei ihn von der Straße weghaben wollte, so wie sie es auch mit mir oft genug gemacht hatten, ja? Ja, er hat sich nicht einschüchtern lassen. Und bei der Gerichtsverhandlung ging es dann auch nicht nur darum, dass die Richterin auch dieses Beweisvideo nicht anerkannt hat, dann dieses Umdrehen der Schutzbehauptung der Polizisten aber dennoch, ja, an sich angenommen hatte. Und darin hat er auch Zeugen geladen, die klipp und klar beweisen konnten, dass die Polizei ihn körperlich schwerst misshandelt hatte, und zwar ungerechtfertigt. Und diese Zeugenaussage, Elvis war einer davon, der dies beobachten konnte, wurde auch von der Richterin nicht anerkannt. Sie wollte dies von Elvis gar nicht einmal hören. Sie sprach immer wieder von so Argumenten bei ihm wie, seine subjektive Meinung interessiere ihn nicht. Dabei ging es wirklich vielmals darum, dass er ungerechtfertigt körperlich schwerst misshandelt wurde. Er wurde dann eben, wie schon gesagt, zu 500 Euro Strafe verurteilt. Die Richterin sagt, dass sie ihm extrem entgegengekommen wäre, denn bei Widerstand gegen die Staatsgewalt kann man mehrere Jahre einsitzen. Jetzt hat er nun mal eine Vorstrafe und ja, wenn es nur um den Darian ginge, dann würde er für sich gesehen dieses Urteil annehmen, auch wenn er denkt, dass es ungerechtfertigt ist, da er sich eine mehrjährige Haftstrafe erspart. Doch er wird das nicht auf sich sitzen lassen, und zwar für euch wiederum, um der ganzen Bewegung eigentlich ganz Österreich zu zeigen, dass das so nicht geht, dass man nicht Menschen einfach wie Verbrecher behandeln darf, nur weil sie sich gegen die Impfpflicht gewehrt hatten. Denn heute ist eh schon klar, dass alles nur Blödsinn war, gelogen und betrogen, ja, von seitens der Regierung und dieser sogenannten Ärzte, ja, diese Expertenrunden. Ich will mich jetzt hier auch nicht verzetteln und verplappern, ja? Was konnte ich bei Darian und seinen Zeugen noch alles erfragen? Also um was geht es bei der neu konstruierten Schutzbehauptung der Polizei, also wo sie sich gegenseitig schützen? Als diesen Polizisten klar wurde, dass Darian sich mit diesem Video entlasten kann, behaupteten sie nachträglich bei Gericht, dass er eine kurze Zeit vor diesem Vorfall beim Kongresshaus bei der Polizei aggressiv aufgefallen wäre. Dazu sei noch erwähnt, dass die Polizei an diesem Tage alles selbst mitgefilmt hatte. Aber wohl diese Aufnahmen wegen Datenschutz nicht bei Gericht verwendet worden sind. Dasselbe haben die Polizisten in den Jahren der Pandemie bei den Demonstrationen schon bei mir und Elvis versucht. Da wurde angegeben, dass in meiner Causa das Beweisvideo vom Bahnhof, das der Polizei übermittelt wurde, bei meiner Gerichtsverhandlung gelöscht wurde.
Bei derselben Causa, ein Monat später mit Elvis vor Gericht, wurde dann von den Polizisten ausgesagt, dass dasselbe Beweisvideo des Bahnhofes von der Polizei wegen Datenschutz nicht vor Gericht verwendbar sei. So wollten diese Polizisten bei mir, Elvis und Darian ermöglichen, dass wir unseren Protest aufgeben, indem sie uns mit unzähligen fadenscheinigen Strafen belegen und damit mürbe machen. Da insbesondere wir drei neben den Demonstrationen eine Unzahl an legalen Zusatzaktionen gestartet hatten, die diesen Politikern, Polizisten und öffentlichen Medienbetreibern im Bezug ihrer Willkür bis Unredlichkeit aufzeigte. Zurück zu Darian, wo behauptet wurde, dass er eine kurze Zeit vorher auffällig gewesen sein sollte. Als wie zu Anfangs behauptet er, dieses junge Mädel mit seiner Körpergewalt beschützt haben soll, ist eher nachzufragen, warum diese dann ihm nicht zu ihrer nachträglichen Schutz behaupteten Story schon zuvor festgenommen hatten, sondern erst circa über eine Stunde nach der Aktion mit der Tochter der Kerstin Ennemoser. Geflüchtet kann er ja wohl zu Anfangs nicht sein, da er ja dem Geschehen der Ennemoser in der Nähe der Polizisten zugesehen hatte. Würde ich von der Polizei gesucht werden, würde ich mich eher ganz weit ins Abseits dieses Treibens stellen oder noch eher lieber nach Hause gehen. Also, um diesen Fall nun abzuschließen, sei noch erwähnt, dass die Polizei ein paar Schuldige brauchten und am besten einen von uns dreien. Da ich ständig eine Kamera am Laufen habe, trauten sie sich wohl nicht und suchten sich dafür Darian. Und das in diesem Bezug, dass sie ihm dann am Mozartplatz nicht nur ins Kriminalreferat abführten, sondern ihm eine schwere Körperverletzung angedeihten. Bei Gericht fragte ich nach der Verhandlung die Richterin, warum sie nicht das Video der Polizei sehen wollte, wo sie nachträglich ihre veränderten Aussagen untermauern könnten. Ich bekam von ihr die Aussage, dass sie mit mir keine Konversation machen werde. Und das, obwohl ich mich als Pressevertreter vorgestellt hatte. Leider war ich an diesem Tag bei dieser Demonstration an einer anderen Stelle. Dieser mindestens über 5000 Teilnehmer. Dies kann man in meiner Videothek sehen. Denn es wäre gut gewesen, wenn ich die Körperverletzung an Darian am Mozartplatz filmen hätte können, die diese Polizisten an ihm verursachten. Es wurden einige Zeugen, hatte Darian vorladen lassen, die wurden zu diesem Sachverhalt auch nicht befragt. Zum Beispiel der Elvis konnte zwar als Zeuge aussagen, aber dann, wie es um den Part ging, wo dann später die Polizisten an Darian körperlich misshandelt hatten, denn das ist dann danach geschehen, er wurde sehr schwer verletzt, konnte Elvis dies bezeugen, dass dies unrechtmäßig war und sogar zu einer schweren Körperverletzung auf den Darian hinführte. Und das wollte die Richterin nicht hören. Sie hatte diese Zeugenaussage, die zu diesem Fall gehört, nicht anerkannt. Ja? Er war einer davon, der euch vor der Zwangsimpfung beschützt hat. Und jetzt seid ihr gefragt, bitte unterstützt ihn finanziell, damit er den Anwalt von der ersten Instanz bezahlen kann. Wie das mit den nächsten Anwälten aussieht, wie da die Preishöhe sein wird, kann ich jetzt nicht sagen. Die werden das sicher um einiges billiger machen als wie der erste Anwalt, der sich überhaupt nicht wirklich engagiert hat. Das kann man schon auch mal sagen, ja. Denn dieser legt ihm nahe, so wenig Zeugen wie nur möglich vorzuladen. Also meines Rechtsverständnisses erhärtet sich eine Unschuld, umso mehr Zeugen man für seine Unschuld hat. Und somit denke ich, dass dieser Anwalt vielleicht befangen war
oder was auch immer. Dazu will ich mich jetzt nicht direkt äußern. Also hier, ich blende nochmal hier die Kontonummer ein, wo ich wirklich darum bitte, Darian zu unterstützen. Diese zwei Anwälte hat er sich jetzt genommen, die hat der Gesundheitsmechaniker schon und die hatten ihn wirklich sehr gut vertreten. Ja, es fängt jetzt zum Regnen an, darum heute mir jetzt auch kurz. Ich bitte euch, ich kann oft verstehen, dass ihr euch an den Demonstrationen nicht mitbeteiligt hattet, nur aus dem einen einzigen Grund, weil ihr Angst vor der Polizei hattet. Andere Gründe gab es im Grunde nicht. Aber er hatte sich für euch eingesetzt und jetzt bitte ich euch, euch auch ihm das zurückzugeben. Denn er geht in die zweite Instanz und riskiert dafür eine mehrjährige Haftstrafe. Die meisten von euch würden wahrscheinlich die 500 Euro bezahlen und wären jetzt froh, dass sie halbwegs gut davon gekommen sind. Aber er macht diesen Einspruch für euch, um Österreich zu zeigen, dass man diese Willkür einfach nicht dulden kann. Ja. In der Videobeschreibung unten sind noch die letzten zwei Videos verlinkt, wo auch Elvis dies angesprochen hatte. Und ja, ich hoffe, somit jetzt euch ans Herz gelegt haben zu können, dass er wirklich eure Unterstützung braucht. Ich denke jetzt mal ganz kurz nach zum Schluss, ob ich noch etwas zu erwähnen habe. Ich glaube, dass ich so im Grunde eh alles gesagt habe. Ja, und somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bitte zeigt, dass wir jetzt zusammenhalten. Okay, gehabt euch wohl.